Hallo und herzlich willkommen wieder zurück auf meinen Kanal. Wie ihr seht, ist mein Bauch weg. Mein Sohn kam am 6. zur Welt. Und ich kann jetzt wieder neue Videos drehen. Vorab, die Videos, die noch online kommen werden, die sind schon vorgedreht gewesen vor der Geburt. Deswegen habe ich dort noch einen Bauch. Und ich versuche jetzt mal die kompletten Videos, die ich noch drehen will, fertig zu machen, denn mir bleibt im Moment nicht so viel Zeit, obwohl der Kleine sehr gut schläft, aber trotzdem kann ich nicht immer dann Videos drehen. Und zwar, ich habe bei Kosmetik von Less bestellt, schon vor längerem. Die ganzen Kisten liegen hier unten und ich muss das jetzt mal abdrehen, damit ich wieder Platz habe und das alles wegräumen kann. Ja, die Preise wieder mache ich oben rein und dann werdet ihr sehen. Es gab aber auf Produkte von Revolution 30% Rabatt, glaube ich. Ich habe, glaube ich, 11 Euro gespart für den ganzen Einkauf. Aber ja, und ich zeige euch das mal. Ich habe mir auch von anderen Firmen da gleich was mitbestellt, wenn ich einmal bei Kosmetik for Less bestelle, dann schon mehrere Sachen als jetzt nur ein, zwei Produkte. Ja, und zwar, ich habe von Revolution ein Konturset, das ist die Verpackung. Ja. Splendid. Die Verpackung davon und das ist das Set dazu. Da sind zwei Highlighter und 6 Konturfarben drin, wobei dieser auch noch schimmert. Das könnte man dann auch als Highlighter verwenden und nicht als zur Kontur, weil schimmrige Kontur mag ich nicht so wirklich. Es sind relativ neutrale Farben und das gefällt mir. Für mich jetzt, ich mag hellere Konturen und nicht so ausgeprägter. Ja. Dann habe ich von W7 so ein Lipstick-Set geholt mit einem mit einem Gloss und einem Lip Liner zusammen. Ja, in so einer nudigen Nuance. Ich kann euch das mal gerne swatchen. So. Es gefällt mir sehr gut. Ja, und dazu halt den Lip Liner. Sieht sehr gut aus für den Alltag, wobei ich ja genug Lippenstifte und alles so habe. Aber da ich jetzt einmal eingekauft habe, dachte ich, naja, okay, nimm's mal mit. Dann habe ich hier, ja, der ist noch zu, ein Lipgloss von Revolution in so einer helleren, das sieht jetzt sehr dunkel in der Kamera aus. Ist eigentlich sehr hell, mehr ins Orange rein. Hier sieht es so ein bisschen rötlich aus. Ist noch verpackt. Dann habe ich noch einen von Revers. Die Firma kenne ich soweit gar nicht. Die habe ich da kennengelernt. Ja, so ein Lipgloss in einer sehr knalligen pinken Variante. Sieht man fast gar nicht. Hier, ja doch. Im Licht sieht man das. Riecht irgendwie nach Kaugummi. Von früher erinnert mich das, dass das nach Kaugummi riecht. Sieht ganz gut aus, ist nicht zu knallig. Ja, dann einen von Revolution nochmal, einen Lipgloss in so einem Rot.
Ton. Oh ja, der sieht gut aus. Der ist richtig, richtig rot. Der sieht gut aus. Ich habe die ganzen Produkte selber noch nicht probiert. Ich habe gewartet, bis ich das Video abladen kann oder runterladen kann. Ja, dann von Essence einen Lipstick Butter Stick in dieser Farbe. Ist mehr so bräunlich. War im Angebot. Wie viel kann ich jetzt noch nicht sagen. Das sage ich euch, wenn ich die Rechnung dann sehe und ich schreibe euch das ja dann hin. Dann nochmal so ein von Revolution. Der ist auch zu noch, mache ich jetzt nicht auf. In so mehr Pink-Stich. Dann noch ein von Revolution. Einen Lipgloss in auch so lila Ton. Den kann ich euch swatchen. Oh ja. Die sehen gut aus. Hier ist er. Die sehen echt verdammt gut aus, finde ich. Mal schauen, wie lange sie halten auf den Lippen. Kann man noch nicht sagen. Dann noch mal einen von Revolution. Ja, in so einer Tube. Tubenapplikator hier. In rosa. Ja, das ist mehr so Gloss-Art. Auch in rosa. Irgendwie bin ich total auf dem Pink-Trip gewesen. Das hat mir sehr gut gefallen. Deswegen, dann habe ich hier in lila. Also, ich habe erst überlegt, kaufe ich mir den oder nicht. Aber ich möchte es mal versuchen. Wenn es nichts ist, kann ich ihn immer noch verkaufen. Aber, puhu. Ja, ich dachte eher, das ist so mehr Gloss. Aber das ist ein richtiges Lila. Ja, mal gucken, wie das mir. Ich glaube, das wird mir nicht stehen. Aber wenn, kommt es dann halt weg. Oder ich verkaufe es oder schenke es jemandem. Ja. Dann noch ein von Revolution. Wie gesagt, nur Revolution-Produkte fast. In so einem bärigen Ton. Der ist etwas dunkler. Der gefällt mir auch sehr gut. Ja, gefällt mir sehr gut. Im Alltag, doch, trage ich das auch. Wenn es mir gefällt, trage ich es auch im Alltag. Ja, dann von W7 ein Liquid Lipstick in so einer Farbe. Ja, der ist ein bisschen flüssiger, finde ich, beim Auftrag hier. Der ist ziemlich flüssig als die anderen von Revolution. Also ich kann jetzt schon sagen, dass dieser hier, der matte, matt auch runtertrocknet. Ja, der trocknet matt runter. Die anderen, ja, Gloss halt. Und ein von Catrice habe ich mir geholt, so einen zweifarbigen. Ist auch leicht. Eher so in dieser Variante. Ja, vielleicht muss man dann mit einer zweiten Schicht da drauf gehen. Dann geht es wahrscheinlich. Ja, das waren die Lippenstifte, die ich mir geholt habe. Dann habe ich mir dazu Lip Liner noch geholt. Einmal in, ja, von Catrice in, wie heißt die Farbe? 190. Ja, in so einem bärigen Ton auch. So. So ungefähr, genau.
dann nochmal in einem von Catrice in der Velvet Matt Reihe. Da habe ich auch Lippenstifte von. Wusste gar nicht, dass es davon auch nochmal in so einem Rot. Oh ja, der sieht auch gut aus. Ich wusste gar nicht, dass es davon auch Lip Liner gibt. Dann nochmal von Catrice in der Velvet Matt Reihe etwas heller. Hier oben. Also vom Auftrag her finde ich die sehr gut. Die sind sehr buttrig. Es kann natürlich auch sein, dass die dann schneller zu Ende gehen als jetzt solche. Ja, und dann nochmal von Catrice in so einem helleren hier Ton. Ja, ich, wie gesagt, im Alltag trage ich ja gerne Nude und nicht so auffällig, wobei ich trage auch gerne dunklere Farben, aber es kann dann schon etwas heller sein. Im Moment, welcher mir im Moment nicht so gefällt, den teste ich jetzt im Moment. Von Love ist diese Farbe. Ich weiß nicht, ob ich den behalten werde. Ich habe einmal probiert und der ist mir sehr rosa stichig. Also komplett rosa und dann noch matt dazu. Das gefällt mir eigentlich nicht so. Ja, dann habe ich nochmal Eyeshadow geholt. Geht das auf? Von Yuma Cosmetics. So ein Dreier-Lidschatten in so hellrosa, mittler und dunkel. Lila. Jo. Dann habe ich von Pro Artist einen Lidschatten geholt. Also einen Mono-Lidschatten in dieser Farbe. Ja, jetzt sieht man erstmal, wie klein das ist. Ich hatte es vorher nicht ausgepackt. Das ist ja witzig. Ich sehe das jetzt erst, so eine große Verpackung für so ein kleines Ding. Okay. Hätte ich jetzt nicht vermutet, dass das so klein ist. Aber naja, so lässt sich schneller lernen. Dann habe ich von Make-up Obsession 3 Stück. Wobei, jetzt muss ich mal gucken. Einmal habe ich einen Eyeshadow in der Nummer 107. Ist zugeschweißt. Das ist so eine Farbe. So rötlich. Kriege ich nicht auf. Ja, kriege ich jetzt nicht auf. Dann habe ich eine Konturfarbe. So in der helleren Variante. Medium. Und einen Blush. Auch noch. Oh, irgendwie habe ich jetzt meinen. Das ist eher sehr neutral gehalten. Ich mag das ja nicht so extrem als Blush. Und dieser gefällt mir ganz gut dafür. Mal sehen, wie der sich so auf den Wangen gibt. Dann habe ich von W7 eine Eyeshadow-Palette. Ja, ich wollte es erst nicht holen, weil ich nicht so der Fan von so einem Verlauf hier bin in einer Palette. Aber das hat mir schon sehr gefallen. Weil man mischt das dann zu sehr und das gefällt mir dann nicht. Mal sehen, wie lange es hält, dass es so bleibt. Ja, dann habe ich zwei Highlighter. Von Revolution einmal. Da habe ich schon einen da. Einen in mehr Gold, in die goldene Richtung. Und jetzt habe ich mir ja so eher neutral geholt. Ja, Rosé. Weiß sieht man jetzt nicht so wirklich.
Ich kann euch denn mal. Ja, das ist. Ist so mehr, ja, neutral. Wenn man verreibt, sieht man gar nichts mehr. Noch nicht mal mehr glitzernd. Sieht dann eher, aber es steht Strobe Highlighter. Ja, mal gucken, wie der sich so dann macht auf der Haut. Dann nochmal einen Highlighter von Revolution. Ich habe alles noch zu. Warum mache ich das eigentlich nicht vorher auf? Dann geht das etwas schneller. Christine, Christine. wartet. Ich hab's gleich. Ja, ich kann euch sagen, der Alltag im Moment ist noch sehr neu für mich mit kleinem Baby. Aber er schläft. Er kommt nur, wenn er Hunger hat. Und dann schläft er weiter. Ein ruhiges Kind bisher. Mal schauen, wie lange es so bleibt. Das ist ja. Ja, hier, das ist der Highlighter. Der hat so einen Verlauf. Ich glaube, guckt mal meine Finger. Das hat alles abgefärbt. Ja, sieht man auch kaum. Sehr neutral, ne? Ja, aber es ist schon gut so. Also ich kann sagen, dieser Ton. Hier. Ist auch, das ist, welcher waren das jetzt? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall, jetzt muss ich kurz mal gucken. Dieser, das war der von W7. Der trocknet auch komplett matt runter. Kann ich euch zeigen. Und ich habe gar nichts auf den Händen. Das ist schon mal. Ja, das war jetzt das Glossiere. Aber hier. Super. Gefällt mir. Wenn es auf den Lippen bleibt, das ist ganz gut. Dann habe ich ja, zwei Powder. In der 06 und in der 05 von Revers. Ja, so. In Hautfarben mehr. Gold. Ich dachte, ich muss ehrlich zugeben, ich dachte, es wäre so ähnlich wie ein Highlighter. Da habe ich mich leider verlesen. Das ist auch nochmal. Aber es macht nichts. Dann Puder kann man immer gebrauchen. Von daher ist das jetzt nicht so wild. Es war auch nicht teuer. Also von daher ist das jetzt nicht so wild. Es war mein Fehler. Dann habe ich hier einen Primer von W7. Da bin ich auch mal gespannt, wie das sein soll. Prime and Glow. Illuminating Primer. Wobei das jetzt nicht so aussieht von. Das ist. Ja. Irgendwie glitzert oder so. Das sieht sehr neutral, Hautfarben ähnlich. Sieht man auch kaum. Also Glitzerpartikel sehe ich da nicht so wirklich. Aber mal ausprobieren. Dann habe ich von Essence mir ja, einen Augenbrauenstift geholt in Blond. Also hier steht Blond. Ja, U4. Sieht man auch kaum. Kann ich euch jetzt nicht. Dann nochmal von Catrice so ein Brow Powder Artist. Genau. In so einer Variante. Mit Spoolie hinten dran. Mit sowas habe ich überhaupt noch nicht gearbeitet. Ich hoffe, das klappt. Dann habe ich noch mal ein Eye Pencil von Essence geholt, einmal in einer weißen Variante
Und dann daneben ist dann braun. Sieht auch ganz nett aus. So. Und dann habe ich noch einen Duo-Pencil von Essence für die Lippen, Augen und Gesicht. Einmal in Silber. Sieht ganz gut aus. Und einmal in Lila. Oh ja. Der sieht gut aus. Dann habe ich noch einen Lip Liner von Freedom in dieser Variante. Ja, hier auch noch mal in Lila, ähnlicher Art. Ja, die Umverpackung brauche ich eigentlich nicht. Die nehmen mir zu viel Platz in meinem Schrank weg. Dann habe ich noch mal einen Make-up-Entferner geholt von Revolution. So ein zwei Phasen. Ja, das sieht man kaum. Und ich habe mir das dritte Mal jetzt so einen Anspitzer von Essence geholt. Genau, weil mein anderer ist kaputt gegangen mit diesen Pinseln. Das zeige ich jetzt schon das dritte Mal. Und es ist einfach schrecklich. Die kommen demnächst. Das ist jetzt schwarz, glaube ich. Ich muss mal probieren. Ne, blau. Die benutze ich eh. Solche Farben benutze ich nicht. Ich muss das aussortieren. Also, die machen mir meine ganzen Spitzer kaputt und ich weiß nicht, wie ich die noch anspitzen kann. Ich weiß es nicht. So, gut. Dann war es das jetzt erstmal mit dem Einkauf von Cosmetic for Less. Ich habe noch ein paar andere Sachen auch noch da, die werde ich noch abdrehen. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns später. Tschüss!